Ah, die Zeit war auch ganz okay, aber Leute, das ist immer noch nicht der Weltrekord. Ich will den Weltrekord haben. Oh, vielleicht hätte ich das einfach nicht um 3 Uhr nachts haben sollen, Leute. Vielleicht hätte ich das einfach nicht um 3 Uhr nachts. Benutzt doch gerne beim Kauf von Robux oder Roblox Premium mein Starcode Jojo, um mich kostenlos zu unterstützen. Hi Leute, und willkommen zu einer neuen Folge. Und heute spielen wir wieder Adopt Me. Ja Leute, ich habe heute eine mega super Idee bekommen. Und zwar haben wir gerade 3.09 Uhr, das heißt, wir haben 3 Uhr nachts. Und ich werde heute versuchen, den Weltrekord im Schlittschuhlaufen aufzustellen bei dem folgendem Pinguin, bei Speed the Pinguin, Leute. Da gibt es einen Weltrekord, der liegt, glaube ich, momentan bei 53 Sekunden und ich versuche ihn einfach mal zu toppen. Eventuell kriege ich das ja sogar hin. Mein Rekord liegt momentan bei irgendwas mit 55 Sekunden, glaube ich. Und ja, deshalb bin ich meinen VIP-Server gejoint und ich dachte einfach, weil es witzig ist, mache ich das Ganze um 3 Uhr nachts. Also ja, für die Aktion doch gerne mal einen Daumen nach oben geben und natürlich auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Natürlich kann ich jetzt nicht so ultra laut reden, weil Leute, ich habe tatsächlich Eltern und die schlafen und ich möchte sie ungern wecken, aber ich dachte mir, 3 Uhr nachts, komm schon, ich mach das Ganze jetzt. Und ja, übrigens, falls du dir Robux kaufst, um dir zum Beispiel einen Frostberry zu kaufen, benutzt doch gerne meinen Starcode Jojo, um mich kostenlos zu unterstützen, Leute. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, findet ihr meine Stimme eigentlich so angenehm, wenn ich so chillig, so leise, so beruhigt rede, oder mögt ihr das eher, wenn ich so gehypt rede? Ich meine, ich verstelle meine Stimme kein bisschen in meinen Videos, beziehungsweise ich rede halt einfach nur fröhlich, also ich rede jetzt auch jetzt wirklich, aber ich meine so gehypt, Leute, so, hi Leute und herzlich willkommen, okay, ich kann das jetzt immer, Leute, weil sonst wirklich meine Eltern auf, okay, also mein Highscore liegt momentan bei 55 Sekunden und das ist schon echt nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Könnt ihr auch gerne mal euren Highscore in die Kommentare schreiben und jetzt werden wir versuchen, um 3 Uhr nachts bei Speed the Penguin den Weltrekord zu brechen. Der liegt nämlich bei 53 Sekunden und ich habe mir da auch ein paar Strategien überlegt, Leute, und zwar müssen wir hier halt direkt, und dann müssen wir hier so instant um die Kurve fahren und hier dürfen wir gar nicht nach da oben, Leute, weil hier müssen wir so springen und so springen, dann müssen wir hier so lang und dann, ja, und wir haben verkackt. wir haben gesehen, Leute, das geht schon ziemlich schnell. So. Das probieren wir jetzt so oft, bis wir clean durchkommen, ohne von einem Pinguin weggeräumt zu werden, Leute, weil ich will eigentlich eher weniger mit dem Pinguin kuscheln. Okay, Leute, sammeln wir die Gingerbreads hier ein und jetzt werden wir zu Speed the Pinguin gehen. Und Leute, wir werden jetzt den Weltrekord brechen. Okay, Leute, 3, 2, 1, go. Okay, drehen wir hier so eine Runde, drehen wir hier so eine Runde, Leute. Okay, jetzt hier lang, hier lang, hier lang. Jetzt können wir hier halt so springen, dass wir gar nicht erst da hoch müssen. Und wenn ihr eigentlich genauso fahrt wie ich, dann müsst ihr eigentlich auch alles immer so perfekt hinkriegen können. Zumindest müsstet ihr dann so circa 55 Sekunden toppen können. Und also hier springen wir so, dann springen wir hier so, dann so. Und jetzt müsst ihr hier immer diese ganz kleinen eckigen Kurven nehmen, Leute. So. Und jetzt so, 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 so. Okay, das ist auf jeden Fall echt kompliziert. Vor allem noch immer nachts, ich bin ziemlich müde. Ich habe kaum geschlafen, aber Leute, was soll's für euch? Ich dachte, das klingt cool. Den Weltrekord von Adopt Me um 3 Uhr nachts brechen. Oder um 3 Uhr morgens? Das ist jetzt die Frage, Leute. Was haben wir? 3 Uhr nachts oder 3 Uhr morgens? Ich weiß es nicht. Wie nennt man das denn? Wie würdet ihr das nennen? So. Boom, 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 boom und boom. Ich habe auf jeden Fall einen neuen persönlichen Highscore, Leute, aber den Weltrekord habe ich damit noch nicht geknackt. Aber ich meine, 55 Sekunden ist schon ziemlich gut. Wie gesagt, schreibt doch gerne mal euren Highscore in die Kommentare. Und Leute, wir werden es jetzt nochmal versuchen. Vielleicht kriegen wir noch eine noch bessere Zeit hin. So, Leute, welcome back to the race. Okay, nice. Okay, let's go, Leute. Wir müssen hier richtig so. Hier unten, wie gesagt, so lang springen. Boom, 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 boom. Dann hier zack und dann hier so und dann hier so und dann boom und dann boom und Hauptsache nicht von einem Pinguin treffen lassen, Leute, das ist nämlich nicht so gut, wenn man sich von einem Pinguin treffen lässt. Zack, so und dann so und jetzt hier mal schön diese kurvigen Kurven mitnehmen. So, zack und zack und zack, nicht gegen den Pinguin fahren, fast gegen den Pinguin gefahren, Leute, da bin ich fast gegen den Pinguin gefahren. Das wäre natürlich nicht so gut gewesen. So, Leute, springen wir hier und dann springen wir hier und dann springen wir hier runter. Boom, boom, boom. Und zack und jetzt zack und so und dann so. Okay, Leute, auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, was ich jetzt noch schneller machen könnte. Außer halt nicht gegen die Pinguine fahren, das ist auf jeden Fall gut. Aber Leute, wir können auf jeden Fall einen ziemlich guten Score aufstellen. Haben wir einen besseren Score geschafft? Wir waren tatsächlich 0,03 Sekunden schneller, Leute. Alles klar. Okay, aber immerhin haben wir uns verbessert. Aber ich will irgendwie auf 53 Sekunden kommen. Ah, nee, Leute, ich war gar nicht 0,35. Ich war viel schneller eigentlich. Ihr seht ja hier. Es ist schon spät, wie gesagt, Leute. Ihr seht ja hier schon. Es ist auf jeden Fall besser. Wir sind jetzt fast beim Weltrekord, Leute. Wir haben fast den Weltrekord
im Adopt Me Speedy the Penguin Race geschafft. Okay, Leute, ich will ihn aber schaffen. Ich will ihn schaffen, Leute. Zumindest will ich den deutschen Weltrekord schaffen. Okay, Leute, ich versuch's nochmal. Boom und zack und dann zack und dann zack. Und jetzt boom, boom, boom. Ah, und wir können neu starten. Nice. Ja. Ich fahr nochmal gegen dich. Ey. Okay, ja. Zack. Und ich will die Gingerbread einsammeln, die ich übrig gelassen habe. Okay, Leute, so, sammeln wir die ein. Aber mein Highscore ist schon echt ziemlich, ziemlich hoch, Leute. Der ist schon echt ziemlich krass. Vielleicht knackt ihr den ja aber auch. Vielleicht hat einer von euch einen besseren Highscore. Aber seid ehrlich in den Kommentaren, Leute. Seid komplett ehrlich, bitte. Nicht in den Kommentaren lügen. So, zack und boom und boom und... Nein, das kann doch nicht sein, dieser Kackpinguin. Ja, nerv mich nicht. Ich will nur den Weltrekord um 3 Uhr morgens knacken. So... Das Ganze schon abgebrochen? Jetzt habe ich das Ganze abgebrochen. Okay, Speedy the Penguin. Hi, was geht? Was geht? Was geht? Okay, Leute, let's go. Richtig, richtig, richtig hier. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, Leute. Warum crashe ich denn immer gegen diesen selben Penguin dort? Der ist echt auf jeden Fall nicht auf meiner Seite, ey. Der ist echt auf jeden Fall nicht auf meiner Seite. Das ist natürlich sehr blöd. Aber Leute, ich krieg das schon irgendwie hin. Ich krieg das schon irgendwie hin, nochmal hier einen besseren Highscore so aufzustellen, als ich hier schon habe. So. Boom. Los geht's, Leute. Los geht's. Springen wir über ihn. Springen wir hier. Hier, easy, Leute. Jetzt haben wir es auch geschafft, nicht gegen ihn zu knallen. Mann. Ja, wer, ist mir egal. Ich habe jetzt schon einen Fehler gemacht, Leute. Ich bin da schon wieder hochgefahren. Das hat viel zu viel Zeit gekostet. Das hat viel zu viel Zeit gekostet, Leute. Hier schön die Kurven mitnehmen. Schön die Kurven mitnehmen. Hier, zack, boom. Jetzt dich habe ich. Okay, nice. So. Boom, boom, boom. Ah, die Zeit war auch ganz okay, aber Leute, das ist immer noch nicht der Weltrekord. Ich will den Weltrekord haben. Oh, vielleicht hätte ich das einfach nicht um 3 Uhr nachts fahren sollen, Leute. Vielleicht hätte ich das einfach nicht um 3 Uhr nachts fahren sollen. Okay, Leute, let's go. Let's go, let's go, let's go. So, hier unten lang fahren, hier unten lang fahren. Boom, 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 boom. Vielleicht hier so. Okay, Leute, das glaube ich war ganz schlau. Das glaube ich war ganz schlau. Vielleicht können wir jetzt noch eine bessere Zeit raushauen, wenn wir jetzt nicht noch aus Versehen gegen einen Pinguin fahren. Und Leute, ja, jetzt habe ich es kommen. Jetzt können wir neu starten. Jetzt können wir neu starten, Leute. Aber auf jeden Fall bin ich schon ziemlich gut dabei, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie hier schlecht dabei bin oder sowas. Es ist auf jeden Fall ein guter Schnitt, den ich hier durchlege mit 55 Sekunden mindestens jedes Mal. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, Leute. So, starten wir das ganze Ding neu. Ich habe eine neue Strategie entwickelt, Leute. Okay, boom. So, zack, 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 zack. Nee, nicht gegen diesen Pinguin davon. So, hier unten lang. Zack, okay, nice. So, hier so hoch. Boom. Ja, hier. Zack, so. Hier muss man auf jeden Fall hoch, anders geht's nicht. Hier dann so springen. Zack, boom. Ich will meinen Highscore noch toppen, Leute. Ich will den Weltrekord. So. Und so. Okay, okay, okay. So. So. So und so. Über den Pinguin springen. Bloß nicht in den Pinguin reinfahren. Okay, Leute, das sieht wieder sehr gut aus. Das sieht wieder sehr gut aus. Und zack! Ich habe einen neuen Highscore. Nice. Okay, Leute. Okay, 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 Leute. Okay, Leute. Oh, der Frostfell ist hungrig. Ja, komm. Dann füttern wir ihn mal ganz kurz. Leute, 3480. Das ist natürlich sehr nice. Okay, Leute, wir fahren jetzt noch zweimal Rennen. Zweimal fahren wir noch Rennen. Und dahin hoverboarde ich jetzt mal. Ne, ich wollte nicht hier hin. Ich wollte eigentlich hier hin. Nice. Da könnt ihr mein Personal Best packen? Schafft ihr das, es besser zu machen als ich? Kriegt ihr das hin? Wenn ja, schreibt in die Kommentare. So, Leute, letzter, beziehungsweise ich sag mal vorletzter Versuch. Ich habe jetzt auf jeden Fall meine Strategien entwickelt, Leute. Und die werde ich jetzt alle zusammen anwenden, um hier den besten Score aus dem kompletten Spiel zu bekommen. Und ich habe schon direkt am Anfang einen Fehler gemacht. Das ist natürlich jetzt nicht so gut gewesen.
Weil Fehler sind nicht so lecker, Leute. So, hier springen wir, zack, und jetzt springen wir hier und jetzt springen wir so. Okay, Leute, hier nehmen wir natürlich immer hier schön den kleinsten Weg, direkt hier so eine Rundung machen und hier, zack, so, gar nicht erst da drauf und da ist der Fehler. Schade. Okay, Leute, okay, Leute, okay, Leute. So, versuchen wir es ein weiteres Mal, indem wir zum Start laufen und vom Start aus bekommen wir dann hoffentlich... Wo ist der Start? Da ist der Start, Leute. Wo bin ich denn hier am Hinlaufen, Leute? Wo laufe ich denn hier hin? Okay. Okay, okay, okay. Das ist übrigens das Hoverboard im Shop. Ich guck mal, vielleicht kriege ich es, ja? Ne, leider nicht. Okay, Leute, ich will auf jeden Fall meinen Personal Best noch mindestens einmal übertreffen. So, eventuell kriege ich das hier hin, Leute. Und wir haben mittlerweile 3.23 Uhr. Interessant, okay. So, let's go. So, hier, so... So. Ja. So gut. Bis jetzt war es ganz clean eigentlich. So. Bis jetzt ist es sehr, sehr gut, Leute. Eventuell schaffe ich es ja, den Weltrekord jetzt aufzustellen. Oh mein Gott. Um 3.30 Uhr den Weltrekord aufstellen, Leute. Let's go. Nein, ich will kein Geld. Du Pinguin, lass dich bloß in Ruhe. Nee, das wird nichts mit Weltrekord. Ah, ich weiß aber ehrlich nicht, was ich noch schneller machen soll, Leute. Okay, dann würde ich sagen, war es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Leute, wir haben fast den Weltrekord geholt. Ich meine, wir sind ziemlich nah dran. Mit 45 Sekunden sind wir auf jeden Fall schon ziemlich nah dran. Schreibt, wie gesagt, euren Rekord in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, haut ihr rein und liked das Video, falls es dir gefallen hat. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Benutzt, wie gesagt, auch gerne meinen Starcode. Schau mal in die Videobeschreibung vorbei. Und dann würde ich sagen, haut ihr rein und ciao, Leute.